die Leute gucken, die denken, du hast den kompletten Sockenschuss. Den kompletten. Und ein bisschen Oldtimer BMW-Content auf dem Moody Cars YouTube-Account. Guten Tag, meine Freunde, und willkommen zu einem ganz aufregenden Video. Mir kribbeln die Hände. Hinter mir steht mein ganzer Stolz. Alles, was ich den ganzen Tag mache, mache ich nur dafür, für meine kleine Autosammlung. Wir wollen heute ein kleines Fuhrpark-Update geben. Wobei es ist ja weniger ein kompletter Fuhrpark. Ich fahre ja nicht jedes Auto, es ist ja nicht jedes Auto angemeldet, aber doch schon einige. Und das sind ja noch gar nicht alle. Wir fahren, nachdem wir das hier alles durchgegangen sind, nochmal rüber in unsere zweite Halle, wo nochmal das ein oder andere Auto steht. Gruß geht natürlich auch raus an euch, ne? Vielen, vielen Dank. Nur durch diese YouTube-Klicks kann man das irgendwie so ein bisschen finanzieren, ein bisschen machen. Nur weil ich das hier mit YouTube mache, habe ich so viele Autos, lohnt es sich, so viele Autos überhaupt zu haben. Deswegen vielen, vielen Dank an euch. Bin mir sehr bewusst, dass da viel, viel auch eure Arbeit drin steckt. Wir möchten heute einfach mal jedes Auto durchgehen und sagen, was jetzt Stand ist, wie ist Stand der Dinge. Fangen wir direkt mit dem ersten Kollegen an, meiner persönlichen Nummer 1, Pink Panther. Viel zu wenig gesehen auf dem Kanal, viel zu wenig passiert. Steht auf irgendwelchen komischen Felgen jetzt, weil die AMG ist, auf denen er stand, habe ich wieder runtergenommen. Stand die ganze Zeit immer nur bei mir auf dem Hof und hat den Hof voll mit Öl getropft. Habe ich jetzt mal wieder ein bisschen zum Leben erweckt. Fahre ich wieder regelmäßig, ne, wenn man irgendwo hinfährt, in die Stadt, zum Friseur, weiß der Kuckuck was. Fahre ich dann doch schon mal öfters mit dem wieder hier in die Halle. Macht Spaß. Will ich dieses Jahr auch mal wieder so richtig angehen. Größtes Problem ist, einmal neu folieren lassen, ne? Sind gleich 2 Mille weg. Neue ABC-Pumpe, selbst eine Nachbau, kostet 800, ne? Schicke Felgen, bist ja auch 1000, 2000 Euro weg. Und weil ich mir ganz bewusst bin, ich möchte dieses Auto nie verkaufen und will das auf jeden Fall mein Leben lang behalten. Und jeden Euro, den du reinsteckst, kriegst du halt nie wieder. Und bevor ich jetzt 3, 4, 5.000 Euro nochmal in das Auto reinstecke, die Kohle, die dann halt weg ist, mache ich lieber so ein Projekt, ne? CL600, den man für 2.000 Euro kauft und noch ein paar tausend Euro reinsteckt, den man dann auf jeden Fall irgendwann mal irgendwie wieder verkauft und die Kohle rausbekommt. Das ist so mein kleiner persönlicher Grund, warum es nicht so richtig, richtig vorangeht am Pink Panther. Aber no fucking excuses, wollen wir mal angehen. AMG-Paket nachrüsten, muss man ein gutes, günstiges Angebot haben, sind aber auch gleich 1.000, 2.000 Euro wieder weg, ne? Hier platzt schon komplett der Lack ab. Hier drunter ist der Außenspiegel silber. Will ich unbedingt, unbedingt dieses Jahr auch einen kleinen Roadtrip mal machen. Irgendwie Italien runter, nach Kroatien, ein bisschen brettern. Dafür müssen wir aber erst eine neue Pumpe einbauen. Immer noch unser schöner Designo-Innenraum. Immer noch nichts passiert da mit der Folie. Ich wollte auch mal die Folie runter machen, andere Folie reinballern. Ja, machen wir alles. Machen wir alles. Aber immer noch sehr, sehr schönes Auto. Mein Favorite an der ganzen Kiste, die Endschalldämpfer, ne? MAE Endschalldämpfer vom originalen 187 Jesus CL. Also die Jungs von 187 Gaso ist damit durch Hamburg gepetzt, genau mit diesen Endschalldämpfern. Richtig, richtig geile Nummer. Für mich das Favorite am ganzen Auto. Wollen wir eigentlich auch jedes Auto starten, oder? Wir können auch jedes Auto, muss ich den Schlüssel kurz holen. Das ist aber eine gute Idee, Alter. Können wir jedes Auto mal hören. Immer wieder ein schönes Gefühl für mich, dieses Auto aufzumachen, den Geruch zu riechen. Ganz, ganz besonderes Fahrzeug für mich. So. Richtig Krawoller, Bollermann-Sound, so wie es von außen aussieht. So sieht es auch von, so hört es sich auch an. Im Innenraum ist es auch ganz schön dröhnig, also fast schon unangenehm, sag ich mal. Komm mal ran hier. Ich weiß gar nicht, mit wie viel Kilometer ich die Kiste geholt habe. Wir haben jetzt aktuell 411.700. Ich weiß gar nicht, ich habe ihn geholt mit 402 oder 407 oder so. Ich weiß es nicht, aber ich hätte gesagt 402, glaube ich. Knappe, fast schon 10.000 Kilometer jetzt mitgefahren. Macht doch echt Spaß, ne? Weil wir ja die ganze Vorderachse neu gemacht haben, fährt sich auch extrem gut das Fahrzeug. So, kommen wir zu unserem neuen Baby. Ein Auto, was mich emotional sehr, sehr, sehr packt. Ein Traum. Ihr wisst, ich mache mit CL500 schon viele Autos gehabt, viele Autos gekauft, viele Autos repariert. Aber noch nie war ein 600er darunter. V12, 5,8 Liter. Das ist eine ganz, ganz böse Nummer.
haben wir jetzt die ganzen letzten drei Tage hier ein Getriebeproblem gesucht. Das Getriebeproblem hat er immer noch, dass er nicht richtig in den fünften Gang schaltet. Aber wir haben jetzt so ein komplett Getriebe-Set bestellt mit Platine, mit Öl, mit Dichtung. Und das werden wir jetzt mal ein bisschen durchjodeln und dann werden wir das Getriebe auch noch auf Vordermann bekommen. Und dann haben wir einen richtig, richtig schönen 600er. Dann werden die Felgen frisch gemacht, dann wird ein bisschen durch den Innenraum durchgejagt. Für TÜV wird wahrscheinlich gar nicht so viel dran sein, irgendwelche Querlenker oder so. Und dann wird der Wagen wieder tipptopp dastehen. Wir haben bis heute nie eine richtige Bestandsaufnahme von dem Auto gemacht, weil wir haben ihn gekauft mit Anlasserschaden. Anlasser reingeschmissen, Motor läuft erstmal. Probefahrt gemacht, okay. Bei Probefahrt dann festgestellt, Getriebeschaden. Und wir haben jetzt noch gar keine richtige TÜV-Durchsicht gemacht. Was muss man machen, was muss man nicht machen, weil wir noch gar nicht so weit sind. Aber sehr, sehr schönes Auto. Großer, großer Traum von mir. Hier die Motorhaube müssen wir noch tauschen. Hier haben wir einen Buff gehabt. Distronic hat er, funktioniert auch sehr schön. Keyless Go hat er, funktioniert auch. Zweite Hand das Fahrzeug. Ganz, ganz böse Nummer. So. Muss er noch anmachen. Noch anmachen, ja. Muss noch anmachen. Robin hatte vorhin die Idee, wir starten. Ich glaube, Schlüssel liegt drin. Achso. Robin hatte vorhin die Idee, das Auto hören wir uns mal von vorne an, weil dieser Anlasser-Sound vom V12 einfach unvergleichlich ist und hinten kommt halt aufgrund von originaler Abgasanlage nichts daraus. Aber auch wir anspringen, ne? Wrr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 
Der 600 ist aber schon on top, weil ich habe ja den pinken und die nächsten zwei Autos, die wir da gleich noch durchgehen werden. Es ist einfach zu viel. Es ist zu viel für mich, deswegen soll damit jemand anders glücklich werden. Ich habe mal in die Preise reingeschaut und die sind schon ganz schön hart wieder geworden. Ich erwarte ja, dass es zum Sommer, zum Frühling hin noch extremer wird wieder, wie die letzten Jahre auch immer. Und ich habe mal geschaut, der günstigste CL mit AMG-Paket steht drin für 9.750 Euro. Boah. Und der Wagen mit dieser besonderen Designerausstattung würde jetzt nur knapp über 10.000 Euro kosten. Also meiner Meinung nach schon ein guter Deal. Wollen wir nochmal von hinten zeigen? Jo. Und anmachen müssen wir ihn auch noch. Ach, anmachen, jawohl. Anmachen müssen wir auch noch. Hier ist eine Supersport-Abgasanlage verbaut. So der Klassiker bei jedem CL, ne? Aber was es halt ausmacht, hier, das ist das AMG-Paket. Falls ihr nicht wisst, was der Unterschied zwischen AMG-Paket ist und nicht ist, ich wusste es lange Zeit auch nicht. Das ist kein AMG-Paket, da ist hier alles glatt, ne? Und hier hat er die tiefe Einkerbung. Das sieht man hier auf jeden Fall. Okay, auf jeden Fall. Geil. Hier Seitenschweller deutlich weiter ausgestellt, ne? Dass wir da mal den Vergleich haben. Jetzt, wo man das sowas sieht, so im Vergleich, links, rechts, sieht dann einer mit AMG-Paket doch immer deutlich, deutlich geiler aus. Komm, dann machen wir jetzt aber auch komplett Seiten von vorne auch nochmal schön. Weil hier sieht man es auch ganz heftig. Ganz anderes Auto gleich. Ja, sieht man auf jeden Fall. Ja, ne? Denke ich auch. So, dann laufen wir jetzt hier fünfmal um die Autos rum. Aber dann gehen wir wieder nach hinten, um den Sound zu hören. Auch, muss man ja mal sagen, ne? Fahrzeug hat 350.000 Kilometer runter. Mache ich mir persönlich aber gar keine Sorgen drum, weil vierter Hand, wurde immer gut gepflegt. Und ich sage ja, lieber so ein Auto kaufen mit echten 350.000 Kilometer, wie jeder CL, der 200 draufstehen hat und die stimmen halt einfach nicht, ne? Wo schon ein Loch in der Sitzwange ist. Hier sieht die Sitzwange perfekt aus bei dem Kilometerstand. Ihr wisst, ich sag's euch in jedem verdammten Video, was ich aufnehme, aber ihr wisst, wie das ist mit den Autos. Und dann lieber so ein, weißt du? Hört sich auch gut an. Schöner, dumpfer Sound. Supersport-Abgasanlage, ne? Der gute alte Klassiker. So, kommen wir zu unserem kleinen, schicken Sommerflitzer. Zu einem Fehlkauf ist die falsche Definition. Aber das Auto, ne, hat mir und Robin ganz schön viel Nerven gekostet, mit denen wir ehrlich gesagt nicht gerechnet haben. Wann haben wir die Kiste gekauft? Sommer letzten Jahres? Sommer. Es war auf jeden Fall knackerheiß, als wir den abgeholt haben. Das kann ich sagen. Jo. Auch wieder, ich meine, ich hätte die Autos nicht gekauft, wenn sie für mich keine besonderen Fahrzeuge wären, ne? Aber auch wieder ein besonderes Fahrzeug, SL500 R230 mit einer sehr guten Ausstattung, zum Beispiel erstmal ein alter Daimler. Ich mag beige Innenräume, mochte ich nie ganz dolle, sie sind jetzt dolle an mir gewachsen, aber bei so einem Fahrzeug, SL500, schwarz außen, da darf der auch gerne beige innen sein. So wie das hier aussieht. Kommt eine sehr schöne Farbe, ne? Ja, richtig geil. So, seltene Ausstattung, weil er hier hat er ein Panoramaglasdach. Das sieht man gar nicht. Ich glaube, ich muss mich von innen einmal. Ja, dann filmen wir von innen. Von innen einmal hochfilmen. Als mir der Wagen angeboten wurde, habe ich mal reingeschaut. Ich glaube, es gab irgendwie zwei Stück in Deutschland oder so, die das hatten. Also schon geile Nummer. Fahrzeug ist auch zweiter Hand. Auch heftig. Deswegen hatte ich den zum Beispiel so lange auf dem Vorbesitzer noch angemeldet. Ich bin in circa 8 Wochen oder was immer auf den alten Kennzeichen gefahren. Und alle haben immer gefragt, wann meldest du den um, wann meldest du den um? Wenn ich jetzt den auf meinen Namen ummelde, ne, anmelde, das ist halt der größte Wert am Auto, hätte ich fast gesagt weg, ne? So, warum das jetzt so ein bisschen, warum wir ein bisschen auf die Fresse geflogen sind mit dem Auto? Wir haben den auf die Bühne genommen damals. Erstmal sind wir aus Würzburg, haben wir den Wagen überführt hier nach Wolfsburg. Knappe 400 Kilometer, auf den letzten 50 Kilometer geht auf einmal Motorkontrollarmbahn. So, war dann nur Katalysatorsonde, haben dann eine komplett neue Cut-Anlage verbaut, haben dann eine Bestandsaufnahme gemacht, waren hier ein paar Videos, richtiges YouTube-Projekt hier auf dem Kanal. Und dann der Unterboden, Freunde, ne? Der Rostzustand. Boah, es waren wirklich Rostlöcher.
Es waren klitzekleine, aber es waren Rostlöcher. Und wir haben alles weggemacht, alles frisch gemacht. Ich weiß gar nicht, was wir noch alles gemacht haben. Der Wagen stand auf Lorenzer-Felgen. Wir haben jetzt nochmal Winterfelgen gekauft. Haben die Vorderachse, war es nur der eine Spurstange oder waren es beide Spurstangen? Ja, ich glaube, wir haben beide Spurstangen gemacht. Beide Spurstangen, dass der Wagen jetzt frisch TÜV bekommen hat. Ich, Idiot, habe das Auto aber schon vor 4-5 Monaten getüft. Gar kein richtiges Video mehr dazu gemacht. Unser SL500 hat TÜV, weil wir so viel anderen Scheiß zu tun hatten oder gemacht haben, Videos gemacht haben. Und jetzt steht er bei mir. Die anderen Autos habt ihr ja immer mal wieder so gesehen hier auf dem Hof. Der stand bei mir hinten in der Garage, in meiner privaten Garage. Ich habe 2 Garageslots und der stand hinter meinem anderen Auto. Dass der für den Winter schön trocken steht, weil das ist ja dieser SL, ne? Im Gegensatz zu einem CL, ne? Ist ja 100-mal mehr wert. Obwohl es grundsätzlich die gleiche Technik ist, gleiche Motor, gleicher Aufbau, nur weil das Dach hier einmal wiki wiki den hier macht, weißt du? Und ich denke mal, der wird auch teurer gewesen sein, oder? Nee, also, ach so. Damals? 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 Glaube ich, weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht, aber ich denke, der wird teurer gewesen sein. Okay. Also auf jeden Fall dolle wertstabil, meiner Meinung nach in der Zukunft auch noch sehr wertsteigend. Gerade das Auto mit der besonderen Panorama-Ausstattung plus dieser zweiten Hand, das findet man einfach nach 15, 20, 30 Jahren nicht mehr. Ne? Deswegen bin ich sehr froh, den bei mir in der Garage stehen zu haben. Werde ich voraussichtlich auch verkaufen, aber noch nicht jetzt. Ich lasse den absichtlich bei mir die ganze Zeit in der Garage stehen, weil im Winter verkaufst du kein Cabrio. Sind wir ehrlich. Ob ich mir jetzt die Arbeit mache, schöne Fotos mache und den reinstelle, meldet sich sowieso keiner. Lass uns das erst im Sommer machen oder zum Frühling jetzt in 4-8 Wochen, wenn dann schöne Sonne rauskommt, dann wird der Wagen schön angeboten. Freue ich mich auch schon sehr drauf. Da freue ich mich, einen Käufer für zu finden. Man hat tatsächlich auch noch gar nicht so viel gelaufen gehabt, ne? 211 waren es, glaube ich. 221? Oder 221. 221.000. Wie gesagt, wir haben den gerade mal wieder zum Leben erweckt, aus der Garage extra hergefahren, nur für das Video hier. Wir haben auch die letzten 3 Tage war schönster, bester Sonnenschein. Ne? Da haben wir die ganze Zeit am CL600 Getriebeproblem rumgefummelt. Und dann, ja, Fuhrparkvideo wollen wir machen. Das letzte ist jetzt 10 Monate her, ein knappes Jahr. Hat sich viel getan in der Zeit. Und jetzt, wo wir gesagt haben, komm, heute machen wir das. Deutschland, Wetterwarnung, stürmische Wetterwarnung oder was? Ey, ich bin auch heute Morgen aufgewacht und gedacht, das kann doch jetzt nicht sein. Aber jetzt hatten wir Glück. Ja, es regnet zwar ein bisschen, es ist ein bisschen scheiß Wetter, aber ihr entscheidet immer selber, was ihr mit der Situation macht. Und wir lassen uns nicht unterkriegen, wir ziehen das jetzt hier durch mit dem Video. Ist, glaube ich, gar nicht so schlimm. Nee, schön mal so einen Vergleich zu sehen. Autos komplett nebeneinander, 230er, 215er. Gleiche Designsprache, aber dann doch ein komplett anderes Auto. Und so ein 230er, ich habe schon mal gesagt, lässt sich viel, viel schnittiger fahren. 500er machst du 100 auf der Landstraße und machst ein bisschen blubber, blubber. Mit dem willst du fast schon relativ sportlich fahren, obwohl das gar nicht mein Ding ist. Weil man, jetzt hat man eine schöne Ansicht, hier vorne schließen die Autos beide komplett gleich ab. Ne? Der SL steht ein bisschen weiter vorne. Und hier hinten, das habe ich schon gemerkt, als ich in die Garage reingefahren bin, da fehlt einfach so ein kleines Stück, ne? Also, halbes Auto gefühlt nur, ne? Guck mal, wie viel der hier länger ist. Und auch deutlich kleiner Radstand, lässt sich viel agiler, viel schöner fahren. Komplette originale Endschalldämpfer wir haben die komplette Cut-Anlage gemacht, dann waren die Endschalldämpfer aufgemacht, hat der TÜV-Prüfer gesagt, Jungs, was los hier, aufgemachte Endschalldämpfer geht gar nicht. Dann haben wir originale Endschalldämpfer gekauft, die runtergeschmissen. Boah, also wirklich ganz, ganz... Das war schon was, ne? Ja. War ein wilder Sommer. Ja, mir wurde das Auto angeboten, der Typ hat gesagt, ja, er fährt den nicht so oft und ist immer unterwegs und hat im Sommer 2 Wochen, wo er den fahren kann, er wird den mir jetzt verkaufen und so. Habe ich nicht gewusst, dass das so ein Großprojekt wird, bist du verrückt. Ganze Cut-Anlage kostet ja allein schon 1000 Euro, ne? Aber haben wir alles gemacht. Alles gemacht. So! Ja, warte mal. Achso, anmachen. Ich schmeiß an die Bude. An die Bude. Für 500er Original Abgasanlage, schon laut, schon sportlich. Also man merkt auf jeden Fall die Entwicklungsunterschiede zwischen einem CL500 und einem SL500. Deutlich sportlicheres Fahrzeug. Also ist jetzt auch übertrieben, ein sportliches Fahrzeug zu sagen, aber ihr wisst, was ich meine, denke ich. Schön. Klassisch M113, ne? Sehr, sehr schönes Auto, ne? Tankreserve natürlich. die Armaturen gefallen mir auch sehr, sehr gut, ne? Das macht schon richtig Spaß. Hier den Motor auszudrehen,
weil du so eine andere Anzeige hast wie in einem CL, macht deutlich mehr Spaß. Hier wäre jetzt der Knopf fürs Verdeck, ne? Kannst du jetzt aufmachen, funktioniert alles tutti completi. Ganz, ich weiß nicht, das hat wahrscheinlich jeder SL oder ob das hier besondere Ausstattung ist. Ziernähte, ne? Oder wie heißt das, eine Naht hier oben am Himmel. Das ist schon ein ganz heftiges Auto. Habe ich nie mit Erfahrung gemacht, ist ja quasi das gleiche wie ein CL vom Fahrwerk her, vom Motorgetriebe her. Aber dadurch, dass sie deutlich teurer sind, nie richtig einen bekommen. Und dann hatte ich das Angebot mal bekommen und habe ich gesagt, zweite Hand, komm, so einen kriegst du nicht nochmal mit der Ausstattung. Let's go. So, sehr, sehr schönes KFZ. Hier, fast schon Haifisch-Optik. Hier oben auch. Ganz wilde Nummer. Naja. Gehen wir zum nächsten. Kommen wir zu unserem kleinen Bollermann hier. Unsere Kiez-Ballerbude. Ich hatte von meinen Eltern zu wenig Aufmerksamkeit, deswegen muss ich mir das jetzt auf der Straße mit Blicken holen, Kiste. W221 S500 Prior Breitbau. Großes, großes Traumauto. Richtig schönes Auto. Haben wir auch aus Bremen gekauft, ganz unseriöse Situation, mitten in der Nacht abgeholt, erst vor kurzem im Dezember, vor knapp 3 Monaten, kurz vor Weihnachten war das. Auto haben wir jetzt knapp 3 Monate tatsächlich. Wir haben schon viel gemacht, aber gar nicht so viel, was man sieht. Auto hat sich extrem schrecklich fahren lassen wegen dem Lenkwinkelsensor. wegen dem Lenkwinkelsensor hat das Luftfahrwerk nicht ordentlich funktioniert. Für 375 Euro Lenkwinkelsensor gemacht. Bumm, auf einmal fährt dann Luftfahrwerk wieder komplett. Koppelstangen-Originale wieder auf Original umgerüstet. Der heftigste, die meisten optischste Sache. Ist aber auch schon wieder echt ehrenlos. Ne? Ich habe die ganze Tasche voll mit Schlüsseln. Wir haben den Wagen gekauft mit ganz, ganz komisch lackierten roten Sitzen. Als ich die Fotos bekommen habe mit diesen Sitzen, ne, habe ich gewusst, das wird ein 1A-YouTube-Projekt. Film mal gerne jetzt rein. Jetzt von einem 221er S63 AMG-Sitze eingebaut. Alles hier mit Videos behandelt. Falls du die Videos nicht gesehen hast, schau sie gerne nochmal nach. Ist alles schon fertig. Und wirklich einer der bequemsten Sitze, wo ich drin gesessen habe. Ne? Ich also hätte gedacht, AMG wäre ein bisschen sportlicher. Nee, ist noch besser wie 500er. Du fühlst dich ein bisschen umwogener, weil die Wangen halt so hoch sind. Ja, aber finde ich sehr, sehr gut. Und ich finde den Look auch extrem geil. Die sehen richtig brettermäßig aus. Ja. Also. Die sehen aus wie, Alter, ich habe die dicksten Cojones hier auf jeden Fall. Auch selbst von hinten, muss ich sagen. Wenn du hier mal von hinten reinfüllst, wie diese Sitze da aussehen. Ja. Schon eine ganz böse Nummer. Das hier geht es ja dann los mit unserer kleinen Breitbaugeschichte, ne? Ja, man sieht, wie stark das aufgesetzt ist, ne? Das ist schon ein Riesending und extrem gut gemacht, ne? Ihr seht, das Fahrzeug ist matt, nicht foliert, das Fahrzeug ist lackiert. Matt lackiert, ganz böse Nummer. Riesen Ducktail hier hinten drauf. Normalerweise, oft wenn man so Breitbau-Umbauten hat, haben sie das nicht gemacht. Hier waren Profis anscheinend am Werk. Ich habe es ja selber nicht gemacht. Bin ich sehr, sehr froh über das Auto. Ist ja so ein bisschen das Auto jetzt gerade von Carina. Wenn die mal Bock hat, ein bisschen dicken zu machen, schwingt die sich rein und fährt damit durch die Stadt. Ganz, ganz ehrenlose Abgasanlage. Das hattet ihr jetzt noch nicht gesehen tatsächlich. Wir hatten hier so eine kleine Rückfahrkamera und der Stern hat hier gefehlt. Das haben wir schon alles gemacht. Auch ein, zwei kleine optische Dinge, die wir gemacht haben. Ist aber auch ein schickes Heck, ne? Also wenn du das mal so auf dich wirken lässt. Ja, ja, ja. Normalerweise gibt es ja gar nicht diese Blenden bei dem Modell. Das sind ja Blenden von einem neueren AMG immer jeweils, von einem neueren Mercedes. Und das integriert sich sehr schön, sehr gut. Also die Jungs, die das Kit designt haben, Prior wird es ja wahrscheinlich gewesen sein, großen, großen Respekt und wertet das Auto auf jeden Fall heftig aus. Auf. Tja, willst du vorne nochmal Kotflügel-Motorhaube zeigen und dann schmeißen wir die Bude mal an, ne? Auf jeden Fall. Hier haben wir immer so einen kleinen Vögelchen Trinkbrunnen. Das Auto auch immer, am liebsten lasse ich den SL und den in der Garage stehen, weil das einfach die wertigsten Autos hier auf dem Hof sind. Hier sammelt sich immer Wasser. Ich hatte auch schon mal eine Nacht, da stand der Wagen hier draußen bei der Werkstatt und dann hat es hier drin gefroren. Wahrscheinlich echt nicht gut für die Haube, für das GFK. Hier sieht man auch schon, fängt der Lack so ein bisschen an zu reißen, ein bisschen zu platzen, weil das GFK eben arbeitet. Aber alles halb so wild. Ne? Kühlergrill haben wir umgerüstet, war auf jeden Fall ein dicker Win, sag ich mal. Ne? Sieht deutlich schicker aus. Ich habe hier so einen aufstehenden Stern bestellt, ne? Von AliExpress oder über eBay in China. Der Kollege kommt einfach nicht an. Kommt einfach nicht an. Dieses riesige Schwert hier, bist du verrückt.
großes, großes Traumauto. Bin froh, dass ich das mal von der Liste abhaken konnte, ne? Dass wir mal so ein Auto hatten. Gehen wir noch auf irgendwas zu wenig ein, Robin? Dass wir nicht sagen, was wir jetzt noch so vorhaben und so mit dem Auto? Weil Problem ist, ich würde gerne mit dem Pinken einen Italien Roadtrip machen. Ich würde gerne mit dem 600er einen Italien Roadtrip machen. Ich würde gerne mit dem Italien Roadtrip machen. Ich würde gerne mit dem einen Italien Roadtrip machen. Ich würde gerne mit deiner S-Klasse einen Italien Roadtrip machen. Also mit meiner S-Klasse fahre ich gerne. Also der Pinke ist mir zu laut im Innenraum, um damit wirklich Kilometer zu reißen. Müssen wir mal gucken, wie es bei 100 Tempomat ist. Bei 120 Tempomat. Ja, nee, will ich nicht. Wenn du fahren willst, fahr gerne. Ne, vielleicht ist es ja nicht so schlimm bei 120. Ne, aber du fährst ja nicht dauerhaft 120. Mal fährst du aus Serpentin und fährst Nummer 80 und da weiß ich, das dröhnt ganz schön in meine Ohren rein. Ja, ja, deswegen, wenn du mit dem Pinken fahren willst, fahr gerne. Ich setze mich in meinen wunderschönen, leisen 220er. Was auf jeden Fall lauter ist wie der Pinke, ist der Kollege. Alter, das ist aber auch richtig assi, Mann. Das ist richtig hart. Ja, vielleicht habe ich meinen Favorit doch schon wieder geändert. Ist ja hart, ne? Was wollt ihr noch zu dem Auto sagen? Achso, Felgen wollen wir auf jeden Fall machen. Ich denke mal, da muss irgendwas Assiges drauf. Weiß nicht, ob euch das jetzt gefällt, aber ich denke mal irgendwie so MAEs oder so. Einfach nur für den 500er Mercedes Assi Flex. Felgen wollen wir auf jeden Fall bei dem Auto noch machen. Und dann freue ich mich auf die Sommernächte. So mit Dach offen. Durch die Stadt fahren. Schon hart, schon hart. Ja. So, schönes Auto. Alles schöne Autos. Kannst kein Favorite rausholen. So, kommen wir zum Comedy-Gruppe Cayenne. Nein. Comedy-Gruppe. Comedy-Gruppe Porsche. Unser kleiner, schöner Porsche Cayenne S. Unser Zugfahrzeug. Auch mal wieder fast schon Glück gehabt mit dem Auto. Extrem happy, wie zuverlässig dieses Auto ist. Ich würde schon fast sagen Allrounder, ne? Wir machen ja alles. Wir machen alles mit dem. Wir bringen mit dem Müll weg, wir bringen mit dem Pappe weg, ne? Müll an die Anhängerkupplung, Pappe hinten in den Kofferraum rein. Ist bei dem Auto nicht so kriegsentscheidend, ob der Kofferraum ein bisschen dreckiger wird. Wenn du was transportieren musst, es passt rein. Ja, so. Obwohl es ein B-Scheinraum ist. Ne. Ich habe hier, ja, da lag jetzt die 187er Felge, da könnte man einmal kurz durchsaugen, ne? Eigentlich bin ich, halte ich meine Autos immer sehr sauber, weil es mir Spaß macht, Autos auszusaugen. Aber ich könnte mir kein besseres Auto vorstellen, um auf der Autobahn hinten mit dem Trailer dran Autos zu holen. Wirklich bei 100 km/h Tempomat ist das komfortabelste Auto überhaupt mit 3,5 Tonnen Anhängelast. Ganz, ganz böse Nummer. Fahraufnahmen kannst du auch richtig geil mitmachen. Haben wir beim Airbrush gemacht. Ja, ne? ja. Wir haben, einer saß hinten hier drin, ne? Mit der Kamera. Es war halt sicher und es hat gut funktioniert. Ja. Bisschen Anfangsschwierigkeiten mit dem Auto gehabt. Das Auto wollte erst nicht so. Dann zum Glück ganz simpel den Fehler gelöst. Die ganze Kiste ja von Hagen Amstep gekauft. Der hat das Ganze hier so lackiert. Kann man jetzt sich drüber streiten, ob das gut aussieht oder schlecht aussieht. Aber es passt so ein bisschen zum Fuhrpark. Einfach ADHS, Aufmerksamkeitsstörung bis zum geht nicht mehr. Du fährst mit dem Auto und die Leute gucken, die denken, du hast den kompletten Sockenschuss. Den kompletten. Auto hat auch 350.000 Kilometer. Eigentlich sind die Autos nicht so dafür bekannt, dass die Motoren so super solide halten. Innenraum, hier hat er ein kleines Loch, ne? Ja, gut, aber als... Hier ist er abgenudelt. Aber als Zugfahrzeug, als fast schon Werkstattauto... Zum Rocken halt, ne? Zum Rocken, richtig. Und das ist das... Der Preis war gut, dass du das Auto rocken kannst. Die Winterfelgen habe ich draufgepackt. Die waren dabei, die laufen rund, haben gutes Profil. Und ja, auch ein Auto, was dicke auf meiner Liste war, mal so ein Cayenne zu haben. Das Einzige, was mich am Auto stört, und dafür kann das Auto nichts, wir machen nur Mercedes, wir holen nur Mercedes. Und dann haben wir hinten auf dem Trailer ein Mercedes drauf und dann zieht vorne ein Porsche. Das ist das Einzige, was mich stört. Aber der Verbrauch kickt auch ein bisschen rein, ne? Der Verbrauch kickt ein bisschen rein, aber der Wagen war sehr günstig und dafür kann er ruhig ein bisschen mehr verbrauchen. Ich habe sonst immer mit dem Bulli von meinem Vater getrailert, der hat 12 Liter Diesel genommen. Der nimmt jetzt 15 Liter Benzin auf der Bahn, 100 km/h, hinten mit Anhänger beladen. 15,2, auch mal 16, je nachdem, ob du mehr Landstraße oder Autobahn fährst. Fährt halt aber dreimal so gut. Fährt dreimal so gut und der Kaufpreis holst du ja ein bisschen raus mit dem Spritverbrauch. Steht natürlich auch nur auf dem Tacho drin, was er ernsthaft verbraucht, will ich mir eigentlich gar nicht ausmalen. Ich bin happy, dass wir das Auto haben. Ich kriege heute einen Anruf, in München steht irgendein CL55 Kompressor für einen Schnapper.
ich schmeiß den Schlüssel da rein und fahre damit runter nach München. Ohne Probleme. Traue ich dem Auto auf jeden Fall zu. Der verbraucht kein Öl. Er verbraucht gar kein Öl, gar nichts. Ja, und wir sind schon richtig viele Kilometer damit gefahren. Wir sind, genau. Wir haben den Ölwechsel gemacht? Ja, das haben wir nie mit einem Video oder so gesagt, erwähnt. Als wir das Auto neu gehabt bekommen haben, ich glaube, das kam mal so als Zwischenscene irgendwo rein. Haben der Ölwechsel. Kam, ich glaube, das kam mal als Zwischencut rein. Weil wir haben über den Designo AMG-Paket auch ganz viel gefilmt und ist am Ende des Tages nie im Leben hochgeladen. Stimmt, ja. Weißt du, ja. Wir haben deine S-Klasse komplett Luftfahrwerkumbau gefilmt. Nie hochgeladen. So viele Videos eigentlich. Ich habe ja mit dem Auto nochmal diese andere S-Klasse geholt, ne? Auto so auf Video fertig gemacht, Thumbnail hochgeladen, dass man, falls man mal krank wird, ein Video hat oder so. Hochgeladen. Naja, richtig schönes Auto, finde ich von der Optik her auch, von dem Design richtig, richtig geil. YouTube 955, ne? 955 ist die interne Porsche-Bezeichnung für den Cayenne, erste Generation. Und YouTube, weil wir YouTube-Videos machen. Nee, Auto ist voraussichtlich so gut, weil der rein theopraktisch erster Hand war. Hagen hatte den damals erster Hand gekauft. Er hatte den dann auf sich angemeldet, aber ja nur diese 2-3 Monate und jetzt ist er in meinem Besitz. Auto bis vor kurzem noch Porsche Checkheft gepflegt und deswegen bei 360.000 Kilometern jetzt schon. Ich bin schon, ich weiß nicht, wann wir den geholt haben. Oh, ich überschlage mich mit meiner Sprache. Ich muss, komm mal runter, Junge. Ich bin so aufgeregt. Cayenne, boah geil, schönes Auto. Ich müsste euch die Geschichte vermitteln. Ich weiß gar nicht. Klappe, ich glaube mit 352.000 Kilometern gekauft. Jetzt hat der Wagen 359.000 Kilometer runter. Das heißt, du bist mit dem in ein paar Monaten mehr gefahren wie mit dem Ping in 2 Jahren. Ja, richtig, richtig. Aber mit dem bin ich halt auch den 600er hinfahren, Köln an einem Tag, ne? 800 Kilometer am Stück. Ich wollte immer mal zu dem Auto ein kleines 5.000, 10.000 Kilometer Fazit machen, was sehr, sehr positiv ausfallen würde. Aber bin ich noch nicht dazu gekommen. Falls ihr euch das interessiert, gerne Kanal kostenlos abonnieren. Ich will noch mal ein, zwei Videos zu dem Auto. Das ist ja klar, dass Videos zu dem Auto kommen, aber mal ein 5.000, 10.000 Kilometer Fazit machen. Ja, weil ich glaube ja auch, dass wir einfach nur Arschglück mit der Kiste gehabt haben. Weil zum Zeitpunkt, wo ich den mit 350.000 Kilometern gekauft habe, war der auf Mobile mit Kilometer am höchsten bei, glaube ich, 290 oder so. Was ja nicht dafür spricht, dass die Motoren so zuverlässig sind. Nein. Hier auf der Seite, ne, steht noch das Graffiti-Tag von der guten Dame. Von der guten Dame, die es gemacht hat, ne, Ghetto Porsche. Die hat sich tatsächlich mal bei dir gemeldet. Die hatte auf eine Story reagiert, glaube ich. Genau, ne? Genau. Die hat das. Die ist ja wahrscheinlich ganz stolz darauf, dass sie mal einen Porsche gedingst hat. Und dann hat sie mir geschrieben, sie hat das anscheinend gar nicht mitbekommen, dass ich einen Wagen gekauft habe. Und Monate später hat sie mir dann auf Instagram geschrieben, ja, ey, geil, dass der Porsche weiterlebt und so. Und bei uns lebt er. Der wird benutzt. Also genauso, wie es sein soll, ne? Ich bin den Wagen jetzt daily gefahren, auch immer diese 2-3 Kilometer her, hier in die Werkstatt. Da wollte ich den jetzt mal ein bisschen zur Seite stellen und den ein bisschen nur nehmen, wenn man weite Strecken fährt oder was. Und jetzt mir die anderen Kisten mal ein bisschen mehr fahren. Aber es geht ja auch eigentlich erst zum Sommer wieder richtig los, ne? Schön 500er fahren, CL, Fenster runter, B-Säule und so. Wie lange ist dieses verdammte Video eigentlich schon? Alter, 39 Minuten ungeschnitten. Scheiße. Hast du denn noch Akku und so? Warte. Ich habe ja auch vorhin schon zu viel versprochen. Wir haben nur 2 Autos drüben stehen, ne? Mhm. Aber das ist ja nicht so schlimm. Noch das besonderste Auto aus meiner ganzen Sammlung. Ja, und wir können vielleicht zukünftige Projekte zeigen, ne? Alter, ja, richtig. Wenn die Leute darauf Bock haben. Ja, das können die entscheiden. Hey, gerne mal. Das machen wir zum Ende des Videos, sage ich euch wieder ein Wort, was ihr kommentieren könnt. Weil wer schaut sich diese 15 Minuten an? Heftige Nummer. So, wir schmeißen die Kiste jetzt nochmal an. Ah, wenn ich hier die Tür aufmache, was mir auch sehr gefällt, dass es ein SUV ist, ne? Die hohe Sitzposition, sagen ja eigentlich immer alte Leute, aber scheiß drauf, dann bin ich eben alt. Ich find's geil. Und was auch cool ist, ich weiß nicht, das ist so ein 2000 Euro Porsche und alle lachen dich aus, weil du mit so einem Auto fährst. Ich find's cool, da ist ein Porsche-Wappen in der Mitte. Du hast deinen Schalthebel hier. Auf der linken Seite und dann kommt so ein Sound raus. 4,5 Liter V8 Sauger, ne? Also für Standard und Abgasanlage ist noch nicht knacker heiß, sondern ja, nur lauwarm. Ja, ja, ja. Sind echt gut. Ja. Aber tatsächlich, das mit der Fahrposition wäre auch der Grund für mich gewesen, das Auto als Daily zu fahren. Das sagen alte Leute, aber ich schwöre euch, ein Geländewagen zu fahren ist einfach komfortabel.
Ja, also dann bin ich halt alt, scheiß drauf. Ja, ja, ja. Armaturen gefallen mir auch extrem gut bei dem Auto, ne? Ich finde das Tacho ein bisschen blöd, also das MFA in der Mitte. Ist halt sehr alt, ne? Ist halt, ja. Ist halt Golf 4, wenn du mal reinfilmst. Ja, und auch die Bedienung, also... Ne, um jetzt zum Beispiel auf den Durchschnittsverbrauch zu kommen, musst du hier einmal komplett durchtippen, ne? Fahrzeuginfo und dann hier Durchschnittsverbrauch, ne? Haben jetzt 17,3 Liter hier stehen. Hast du Spaß am Wochenende gehabt wahrscheinlich? Bisschen rausgedreht, ne? Das, was mich noch dolle stört an dem Auto, was mich wirklich abfuckt, 100.000 Euro oder was die Kiste gekostet hat, du hast keinen Lichtsensor. Du musst jeden Tag, wenn du das Auto einstellst, einsteigst hier, Licht an und dann, wenn du aussteigst, Licht wieder ausmachen. Das stört, das fuckt mich wirklich ab. Jungs, was ist jetzt los mit euch? Das stört mich nicht mal so doll, dass das 1:1 ein Golf 4 Lichtschalter hier ist. Aber sehr schönes Auto. Sehr froh, mich damals dafür entschieden zu haben. Ich wollte den als Zugfahrzeug nutzen. Hab mit Hagen gechattet hin und her, wir haben uns erst missverstanden. Ich wollte den als Zugfahrzeug nutzen und Auto hatte keine Anhängerkupplung. Und dann kaufst du so ein Cayenne für 2000 Euro, was eigentlich schon immer technische Kackbuden sind. Dann baust du jetzt extra nochmal für 400 Euro eine Anhängerkupplung an. Boah, traust du dich jetzt damit loszufahren und Autos zu ziehen? Aber scheiße ja, der Wagen hat sich dolle bewährt. Bin sehr, sehr froh, dass wir das so gemacht haben, das Geld in die Hand genommen haben. Alles richtig gemacht. Auch wieder viel Glück dabei gewesen. Oder vielleicht einfach so ein bisschen Machermentalität. Nicht viel drüber nachdenken, erstmal machen. Und wenn ihr dann hier so Motorschaden, Cayenne auf dem Hof stehen habt, dann habt ihr erst ein Problem. Aber macht erstmal soweit. Was ich ja durch meine Videos auf jeden Fall vermitteln möchte. So, wir schmeißen uns jetzt hier in diese 220 S-Klasse mit neuen 18 Zoll Serienfelgen. Ihr wisst ja, Robins Auto, schönes Auto, den gibt es auch immer noch. Das erste Video zu der Kiste ging richtig ab, 60.000, 70.000 Aufrufe oder so. Haben wir gesagt, wollen wir Luftfahrwerk umbauen, ich habe es vorhin schon erwähnt. Hat Robin alles gemacht, haben wir alles gefilmt, nie fertig geschnitten, nie hochgeladen. Hat sich jetzt neue Schlappen gekauft. Wasserpumpe macht Geräusche, hat die Wasserpumpe jetzt neu gemacht. Ne? Auto sackt sich hinten, Luftfahrwerk immer ein bisschen ab. ESP ist manchmal ausgefallen, hat er jetzt Raddrehzahlsensor gemacht. Aber ja, tatsächlich, das war ja ein riesengroßes Fehlerbild. Ne? Lenkung ist ausgefallen, ja. Luftfahrwerk ging auf Störung, ja. ESP, BAS, ABS ist alles ausgefallen. Und warum? Wegen dem Raddrehzahlsensor. Flex, ganz komisch. Und naja, aber Auto ist schon eine kleine abgefuckte S-Klassenbude. Robin geht erstmal los, bam, Felgen kaufen. Ja, ja, ja. Pass auf, die Felgen musst du ja dann nicht mit in den Schrott werfen. Ist richtig. Nee, so an sich ist das Auto schön. Das fährt richtig geil, es ist sehr komfortabel. Ja, unser Langstreckenbomber, ne? Richtig, genau. Am Ende des Tages, wenn wir nicht mit dem Cayenne ein Auto holen müssen, ist das so ein Auto, womit wir halt losfahren im Regelfall zu Armin Nagel haben wir damit versucht, ne? Wenn wir so andere... Wenn wir durch Deutschland fahren und mit anderen Leuten Videos machen oder Videos über irgendwas anderes machen, dann fahren wir im Regelfall mit dem los zu Feuerstein-Cars, ne? Wenn man da 300 Kilometer nach Vechta fährt, dann fahren wir im Regelfall immer mit so einem Auto. Weil 220er, 20 Jahre alt, Kiste hat 1-2.000 Euro gekostet, aber du hast trotzdem immer noch den Komfort und hinten rechts... Du hast den Schlüssel, oder? Nee, ich hab ihn. Ja, vielleicht brecht nicht in Robins Auto ein, weil die hintere Tür schließt sie nicht ab. Das solltest du vielleicht nicht mit reinschneiden. So, wenn du den vorderen Sitz hier ein Stück nach vorne fährst, ich saß hier nämlich gerade, dann hast du diese lange Tür und schmeißt dich hier hinten rein. Dann hast du einfach immer noch unglaublichen Komfort. Ja, also... Unglaublich. Mit dem Auto fahren wir jetzt auch 30 Minuten, 30 Kilometer weiter. Zu unserer zweiten Halle, die ein bisschen außerhalb ist. Da stehen tatsächlich nur zwei Autos von mir nur noch. Ich habe vorhin ein bisschen zu viel angeteased. Aber die wollen wir natürlich auch noch mit behandeln, weil die hier zum YouTube-Kanal dazugehören. Deswegen S-Klasse Langversion, rein da, rüber und dann gibt es die neuen nächsten Autos. Entspanntes Reisen in der S-Klasse. In der S-Klasse Langversion. Oh, das ist einfach angenehm. Hier merkt man, was die Langversion ausmacht. Mein kleines Paradies. Am Ende des Tages gehören mir halt nur zwei Autos von hier. Unsere kleine Costa Concordia. Habt ihr schon mal so eine abgesackte S-Klasse gesehen? Also ich nicht. Der ist echt tief. Das Luftfahrwerk ist abgesackt in Kombination, dass die Reifen platt sind.
Ja, unser S400 Diesel haben wir hier mal in einem Video abgeholt. Haben wir dann gar kein weiteres Video mehr drüber gemacht. Haben viel für TÜV vorbereitet, haben schon fast schon zu viel Geld und Arbeit reingesteckt. Die Bremsleitung haben wir gebördelt. Die Felgen haben wir umgesteckt, weil die drauf waren, nicht zulässig waren für den TÜV. Kraftstoffpumpe haben wir gemacht, die Zuleitung, also nicht die Kraftstoffzuleitung, sondern die Stromzuleitung für die Kraftstoffpumpe. Dann haben wir Profahrt gemacht, haben festgestellt, das Getriebe ist wirklich kaputt. Hab den Wagen gekauft mit dem Getriebeschaden, hat sich aber super fahren lassen. Dann erste richtige Probefahrt, gemerkt, scheiße, Getriebe ist wirklich kaputt. Wir haben gerade so viel Scheiß zu tun und so viel Scheiß um die Ohren. Stell die Kiste erstmal nach hier, ist nicht viel Geld, pack erstmal beiseite. Naja, und jetzt gucken, was mit dem Auto weiterhin passiert. Ich wollte jetzt am Samstag wegkommen, aber der hat sich dann jetzt doch wieder nicht so richtig gemeldet. Aktuell ist der Wagen ja gar nicht inseriert oder steht gar nicht zum Verkauf. Aber geile Nummer, ne? 220er Facelift, Langversion, schwarz außen, schwarz innen. Richtig geile Nummer. S400 Diesel, der Motor ist nicht beliebt, aber ich finde ihn bis heute noch schon geil. Gerade speziell bei dem Motor. Motor springt richtig gut an, Steuerkette macht keine Probleme, aber Getriebe ist halt platt, ne? Ich weiß nicht, ob man das Getriebe noch irgendwie retten könnte, nur mit einer Platine oder so, indem man sowas tauscht. Aber ist schon cool. Der hat auch eine AMG. Doch ja, AMG-Hexostange. Und halt hier, wir sind gerade hergefahren auf dem 220er lang. Es ist einfach cool. Es ist einfach nice. Macht einfach eine Menge Spaß. Naja, gucken wir mal, ob wir das Auto überhaupt noch irgendwie weiter behandeln. Das ist so ein Auto. Ich kann gut einschlafen, weil ich weiß, der ist hier, der frisst kein Brot, der ist nicht angemeldet, der hat nicht viel Geld gekostet. Und wenn man irgendwann, wenn so dritte Weltkrieg irgendwie auskommt und alles ist so kaputt, du holst das Auto so raus, machst Tor runter, dann machst du das Auto schön frisch. Ich dreh voll am Rad, ich bin voll durch. Die Frage ist, ob einer von euch Interesse hätte an dem Auto. Ich würde ihn nämlich auch abgeben. So ist nicht. Am Ende des Tages verkaufe ich ja alles irgendwann irgendwie mal für... Im Gegensatz, außer den Pinken, egal was für ein Angebot da so relativ reinkommt, den will ich einfach nicht verkaufen, weil der hat mich am Ende des Tages auch nur 1.200 € oder so gekostet. Und da steckt halt Geschichte hinter, ne? Der ganze YouTube-Kanal basiert hier auf diesem Auto, ganz, ganz groß, schönes Auto. Naja, und jetzt kommen wir hier zu meinem zweiten Traum, zu meinem zweiten Breitbau. Ich bin stolz, dass ich sagen kann, dass ich zwei Breitbaus habe, sag ich mal. Aber am Ende des Tages, ich gehe ja immer noch ganz normal arbeiten und die ganze Kohle, die ich da verdiene, stecke ich hier in die Autos, ne? In dieses Video hier. CL500 C215 Airbrush Breitbau. Boah, sieht aber auch richtig gut aus, Alter. Lange nicht mehr gesehen, die Kiste. Geil. Ihr kennt das Auto, ich brauche euch nicht erklären, was das wie für ein Auto ist. Hier steht er sicher, hier steht er trocken. Ich hatte ihn ja bereits angemeldet, komplett importiert und auf mich angemeldet. Geht das klar mit dem Licht? Ja, wir müssen uns einmal andersrum hinstellen. Na, sag doch, ja. So geht klar. Ihr kennt das Auto, ich muss euch nicht viel erklären. Ich hatte den Wagen bereits angemeldet, komplett importiert nach Deutschland. Ich bin jetzt der Erstbesitzer in Deutschland natürlich nur. Der Wagen war vorher in Litauen gemeldet. Problem ist, ich habe den Wagen angemeldet, dachte hier, wir machen YouTube-Videos. Wir haben ein Video gemacht, wo wir gesagt haben, jo, das Auto ist angemeldet. Kiste hat aber Vollkasko 220 € monatlich gekostet. Dafür, dass ich den maximal zweimal im Monat bewegt habe an einem schönen Samstag. Plus, diese 220 € Vollkasko waren noch nicht mal mit einem Wertgutachten. Ich wollte das Auto natürlich so versichern, wenn ich es auf der Straße fahre, dass der richtige Wert auch versichert ist. Und die Versicherung wollte dann Wertgutachten. Ich habe ein Wertgutachten erstellen lassen, aber das hat alles so lange gedauert. Der Typ, der Gutachter hat sich dann nicht mehr so ordentlich richtig gemeldet, kam nicht aus dem Knick. Und dann habe ich gesagt, pass auf, es wird ja nur noch teurer, wenn der Wert jetzt noch mehr steigt mit dem ordentlichen Wertgutachten. Deswegen habe ich ihn abgemeldet, jetzt hier hingestellt. Würde ich auch verkaufen. Ich habe jetzt ein Wertgutachten erstellen lassen. Das kam bei 30.000 € raus. Das ist natürlich eine Nummer. Der Gutachter hat aber gemeint, weil du keinen richtigen Preis dafür festlegen kannst, weil du kriegst kein vergleichbares Auto, hat er jetzt, da gibt es so eine Klausel. Wie hieß das, Robin? Unikatregelung. Die Unikatregelung. Du hast es schon wieder im Kopf. Deswegen, ich habe mir sagen lassen vom Gutachter, ein Verkaufswert liegt ja immer unter einem Wertgutachtenwert, ne? Aber naja, ganz schönes Auto, alles gemacht, kompletter Innenraum ist ja auch gemacht.
Falls ihr das Auto nicht kennt, falls du das Auto nicht kennst, wovon ich mal nicht ausgehe, checkt mal gerne hier oben die Playlist ab. Da haben wir das ganze Auto aus Österreich abgeholt, gemacht und getan. Man muss ja sagen, es ist einfach ein Unikat. Ja. Es ist so. Also der Gutachter hat ja jetzt nicht rumgelogen oder so. Es ist einfach ein Unikat. Und ich bin froh, der Wagen steht hier in der Halle. Er ist trocken, er ist sicher, ne? Er ist unter der Plane. Hier, ne? Du hast die Verbreiterung, du hast das Airbrush. Hier wird es auf jeden Fall nicht schlechter. Und es ist ja noch die völlig falsche Zeit. Ich habe den ja zum Winter hin angemeldet, jetzt für 2 Monate gehabt. So ein Auto fährst im Sommer, ne? Sowas hier Roadtrippen durch Italien. Da gehst du wahrscheinlich gleich im Bau dafür oder wirst an allen Ecken immer kontrolliert nach irgendwelchen Drogen im Auto. Weil die denken, wenn der so ein Auto fährt, muss der nicht mehr einen Zaun haben. Pass auf, wir haben noch ein Auto in petto, was gar nicht mir gehört. Was wir aber sehr, sehr cool mit Videos begleiten können, weil es Robin gehört. Und zwar, schreibt es mal in die Kommentare. Robin hat noch ein BMW E30 Coupé in Alpine Weiß 2. Das ganze Auto habt ihr mal ganz kurz auf dem YouTube-Account schon gesehen, wo wir den hergeschifft haben. Und Frage ist jetzt, die Kiste hat Rostlöcher, die Kiste ist alt, die stand jetzt letzten 10 Jahre? Boah, die stand schon recht lange. Der quasi, von dem ich den gekauft habe, hat den von so einer Oma aus einer Scheune geholt. Ja. Also der stand schon da 10 Jahre, dann stand er bei ihm nochmal 2 Jahre oder so. Ja. Und dann habe ich ihn da rausgeholt. Okay. Ich finde das Auto sehr, sehr ansprechend, obwohl ich ja durch und durch Mercedes bin, finde ich den sehr, sehr ansprechend. Und Frage ist, ob wir den hier mit Videos ein bisschen aufbauen wollen. Falls du das so siehst, schreib mir mal gerne einen Kommentar mit BMW E30. Dann kann ich das ein bisschen abschätzen. Das ist natürlich jetzt zum Ende des Videos, ist ein bisschen unfair, aber so weiß ich auch, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast. Schönes Auto als Coupé, recht selten, steigen gerade auch extrem viel im Wert, würde ich behaupten. Ne? Und ein bisschen Oldtimer BMW-Content auf dem Moodycars YouTube-Account. Wäre das was für euch? Sagt mal gerne. Eins müssen wir nochmal machen, hier die coole Haube, das machen wir nochmal kurz auf. Die coole Haube. Muss ich hier dran ziehen, oder? Ja, eigentlich ja. Ah. Motor ist nur ein kleiner Verbau tatsächlich. Ich glaube, ich habe es gar nicht mehr so im Kopf. Ich glaube, es ist ein 318. Ne? Also so ein kleines Vierzylinder-Sauger-Ding. Aber Wischwasser, das hat er. Aber es sieht ja auch cool aus, die Haube einfach aufgeht. Ja. Das ist einfach Feeling. Ja, falls wir die Kiste hier rausholen und komplett retten sollen, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde mich bedanken fürs Zuschauen, für dieses ganze Fuhrpark-Video. Das ist mein ganzes Leben, das ist mein ganzer Lebensinhalt. Die Videos, die Autos. Ich gehe ganz normal noch Teilzeit arbeiten, ne, und die ganze Kohle, die ich da verdiene und die YouTube-Kohle baller ich einfach full in die Autos rein. Habe nur eine kleine Wohnung mit meiner Freundin zusammen. Ne? Aber so macht mir das Spaß. Ich würde mich auf jeden Fall extrem bedanken fürs Zuschauen. Falls es dir auch gefallen hat, like das Video, schreibt mir einen Kommentar, BMW E30, falls ihr das Projekt sehen wollt, falls ihr das Video bis hierhin gesehen habt. Und dann ja, Kanal kostenlos abonnieren, um diesen ganzen verrückten Spaß hier zu supporten, dass noch mehr verrückte Autos dazukommen, dass wir in einem Jahr ein Fuhrpark-Update mit doppelt so vielen Autos machen können. Ich würde mich bedanken fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.